So, jetzt kannst du da runtergehen und wir können unsere Mühle bauen. Jawohl. Gehen ein paar Pilze. Hops, das ist aber auch nicht so schlimm. Wir werden den Pilzsammler nachher wahrscheinlich eh hier westlich von der Farm aufstellen müssen. So, wenn du erwachsen bist, wirst du erstmal Jäger. Wie heißt du? Alfgier. Ich habe zuerst Alfgeier von gelesen. Ja, und ich habe hier zwar jede Menge Obstbäume, aber für was? Wir haben ja sehr schnell gemerkt, dass ein Bäcker ziemlich ausreichend ist, um uns zu versorgen. Und wir brauchen dann nachher eh den Platz hier fürs Militär. Also hier eine Eisenhütte, ein Eisenschmelzer, Goldschürfer, alles. So, der Brunnen ist fertig. Und ja, ich bin froh, dass das Eisen hier recht eng kompakt liegt. Das Gold nicht ganz so, aber wahrscheinlich können wir die Goldschmelzehütte da dann hinbauen. Hoffe ich jedenfalls mal, dass wir das irgendwo da hinsetzen können. Da sind wir auch schon am Kartenrand. Und ja, südlicher als das werde ich mich jetzt erstmal nicht umsehen. Eigentlich brauche ich mich gar nicht mehr umsehen jetzt weiter erstmal. Ich kann unseren Kundschafter eigentlich zurückschicken und ihn zum Holzfäller machen oder zum Lehmarbeiter. Wir haben beides keine schlechte Ideen. Oh, hier oben ist nochmal Gold. Ah, da wäre es fast das Beste, unsere Goldmine hier hinzubauen und die Goldschmelze da daneben, ja. Eine Hütte für ein Haus nachher für Holzfäller und Jäger. Lebenssammler. So, du bist 11, das heißt, es dauert noch ein bisschen bei dir. Dir fehlt nur noch der Weizen. Ja, das heißt, er wird zum Jäger. Ich brauche einen Bauarbeiter, der Holzfäller wird und einer, der erstmal Farmer wird. Und zwei muss ich mir ja aufheben für unsere Bauvorhaben. Also Ansgar, du wirst Holzfäller und Lotjolf, du wirst Farmer.
Und ja, der lernt das Farmen auch von selber. Vor allem, wenn er da anfängt, Weizen abzubauen. Zack, Farmer lernen geht zum Glück recht schnell. Ja, wenn er hier ausgewachsen ist, dann brauche ich gleich noch ein Kind, was den Müller ersetzt. Und wir hatten es ja gerade davon. Und dann irgendwann müssen wir an Frauen denken. Und er holt sogar schon Wasser und lagert's ein. Yay. Ja, ich will gucken, die Bäckerei hier hinzukriegen, weil eine Brauerei werden wir später auch brauchen wieder. Ah, viel zu tun. Sehr viel zu tun. Aber ja, so ist es halt bei einem Aufbaustrategiespiel. Gerade von der alten Schule, wo alles ein bisschen länger dauert. Hat er den Bären erlegt? Ich sehe es leider gerade nicht. Aber scheinbar hat er ihn erlegt. Dort sollte er jetzt recht viel. Und auch gar nichts rauskriegen. Nein, der Bär, der steht da noch. Jetzt ist der Bär tot. Der arme Bär. Aber wir brauchen leider sowohl die Nahrung als auch das Leder. Und ja, irgendwann muss ich das Wohnzelt abreißen. Er sucht Weizen. Nahrung wird wieder mal etwas weniger, aber wir produzieren zum Glück Nahrung in unseren beiden Gebäuden hier. Ja, später irgendwann wird auch der Fischer keine Arbeit mehr finden. Wobei das eine ganze Weile so dauern kann, so wie das aussieht. Ja, Jäger wurde erfunden. Könnt wirklich jetzt schon die Schusterei planen. Ja. Ich glaube, ich packe dann die Lebenssammler. Ich werde gucken, wie ich das mache. Und Holzfäller wurde erfunden. Sehr gut. Das heißt, ich kann auch gleich schon die Werkzeugschreinerei aufstellen. Die werde ich allerdings nur brauchen, solange bis er gelernt hat.
also Holzwerkzeuge herzustellen. Bis er der Werkzeugschreinermeister ist. Damit ich 3 Familienhäuser freigeschalten krieg. Ja, das Dreifamilienhaus für Farmer und Müller werde ich wahrscheinlich wieder hier drüben irgendwo hinstellen müssen oder hier oben. Ja, ich könnte die 4 Bäume noch wegholzen. Der Holzfäller hat ja hier und hier genug Bäume. Ah, unser Lebenssammler hat Hunger. Sehr schön, unser Farmer bringt Weizen herbei, was unser Müller dann abholen kann. Und ich werde wahrscheinlich Jäger und Lehmarbeiter in eine Unterkunft reinstecken. Weil ich nicht wüsste, den Holzfäller. Ne, ich mache da eine 2-Familienhaus für einen extra Holzfäller, weil den werden wir brauchen wahrscheinlich. Also für 2 Holzfäller, einer tut nur Holzfällen, der andere tut Holzfällen und Tischlern und Bögen machen. Ja, unser Bauer hat noch ein bisschen was vor sich. So, Lebenssammler wurde erfunden. Das heißt, wir können ja schon mal das erste Zweifamilienhaus planen. Oh, Schusserei ist fertig. Planen wir gleich 2 Familienhäuser. Da kommen unsere Bauarbeiter rein und da kommt der Jäger und der Lehmarbeiter rein. Und ja, wie gesagt, Gold müssen wir hier oben wahrscheinlich hinpacken und Eisen eben hier drüben. Somit brauchen wir in der Mission nicht ganz so eine Armee, aber wir brauchen sie irgendwann. So, unser Müller muss noch 2-mal. Dann können wir eine Bäckerei errichten. Gucken wir uns doch mal die Statistiken für unsere Nahrung an. Ja. Schwankt ganz schön. Wenn ihr mich fragt. Leder steigt eher.